Achtung Aufnahme! Podcasts und Videos mit Philipp. Meine Stories. Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast von mir mit der Rubrik Meine Stories. Es geht wieder um einen Artikel, den ich für die Mödlinger Bezirksblätter als Regionaut, als Lesereporter geschrieben habe. Und ein mahnendes Thema, ein Thema, was eigentlich noch gar nicht so lange her ist, gemessen an geschichtlichen Maßstäben. Es geht um den Zweiten Weltkrieg. Immer wenn ich in Guntramsdorf spazieren gehe, und ich bin sicherlich nicht der Einzige, der die alten Weltkriegsbunker im Süden unseres Ortes, Gebiet von Möllersdorf, leicht nordöstlich von Dreiskirchen, sieht. Da stehen sie noch sehr, sehr gut erhalten. Weltkriegsbunker, kleine Kampfbunker vom Zweiten Weltkrieg. Und dazu habe ich einen Artikel geschrieben, habe recherchiert, habe auch Informationen von Guntramsdorfern erhalten und habe mich da ein bisschen schlau gemacht, weil mich das immer schon sehr, sehr interessiert hat. Und ich möchte jetzt diesen Artikel zum Besten geben bzw. vorlesen. Alte Kriegsbunker, Zeitzeugen der Vergangenheit in und um Guntramsdorf. Auf den Spuren des Zweiten Weltkrieges. Es gibt sie noch, alte Weltkriegsbunker. Es sind stumme und mahnende Zeitzeugen der Vergangenheit. Der Zweite Weltkrieg endete vor genau 75 Jahren. Schon recht lange her, beinahe ein Menschenleben lang, doch gemessen an der Endlichkeit und auch gemessen an kosmischen Maßstäben eine mehr als zu vernachlässigende Zeitspanne. Doch der Zweite Weltkrieg ist in und um Guntramsdorf immer noch spürbar bzw. besser formuliert sichtbar und dies wirklich recht eindeutig. Relikte aus der Vergangenheit zeugen noch vom bis dato größten und blutigsten Krieg der Menschheitsgeschichte, der weltweit 70 Millionen Opfer forderte, alleine 230.000 in Österreich. Sogenannte Lost Places, also vergessene übrige Biblien bzw. einsame Orte und Gebäude, zeugen noch von der Tatsache, dass es diesen Krieg wirklich gab. Vor allem für jüngere Semester kaum vorstellbar. Diese Lost Places sind zum Beispiel alte Kriegsbunkeranlagen und Luftschutzbunker. Und teilweise, wie schon eingangs erwähnt, sind diese in unserer Gegend noch recht gut erhalten. Es gab schwere Kämpfe in Guntramsdorf in den letzten Kriegstagen 1945. Die Quelle ist die Wikipedia, das Online-Lexikon. Ein bisschen selber etwas zu den Vorkommnissen in den letzten Kriegstagen hier in unserer Gegend. Das waren die ersten Apriltage 1945. Da gab es im Raum von Guntramsdorf sehr schwere Kämpfe zwischen Teilen der 6. Deutschen SS-Panzerarmee unter Sepp Dietrich und der sowjetischen 3. Ukrainischen Front unter Marschall Tolbuchin. Nach dem überraschenden Einbruch von Tolbuchin in südlichen Wiener Becken am 1. April wurde in der Nacht zum 2. April die 2. SS-Panzerdivision vom Raum Neusiedlersee in den Süden Wiens verlegt und eine Widerstandslinie von Gumpelskirchen über Guntramsdorf und Laxenburg bis Moosbrunn errichtet. Da der russische Marschall seine Truppen zur Westumfassung von Wien und zum Generalangriff vom Süden vom 2. bis 4. April umgliederte, blieb Guntramsdorf in diesen 3 Tagen Frontgebiet und erlitt vor allem durch sowjetischen Beschuss sehr schwere Schäden. In Guntramsdorf gab es an diesen Tagen teilweise das Flugmotorenwerk Ostmark. Es war ein Verlagerungsbetrieb, unter anderem ein kriegswichtiges Ziel, deshalb mussten dadurch Verteidigungslinien gebildet werden. Die erwähnten Relikte gibt es heute noch und viele fahren, gehen oder radeln hier vorbei, nämlich Kriegs- bzw. Mannschaftsbunker aus den letzten Weltkriegstagen, die immer noch gut sichtbare Einschusslöcher aus der Vergangenheit aufweisen. Im Süden von Guntramsdorf zum Beispiel in Richtung Möllersdorf-Dreiskirchen befinden sich noch 2 sehr gut erhaltene Kampfbunker. Radfahrer, Spaziergänger, so wie ich selber zum Beispiel, und emsige Landwirte kennen die beiden spitzen Betonbunker sicherlich sehr gut, die recht auffällig neben dem Mühlbach liegen. Die Eingänge ins Bunkerzentrum sind aus Sicherheitsgründen mit Metallplatten versehen worden. Im Innersten finden sich keine Reste mehr aus früheren Tagen, sondern der mittlerweile obligatorische moderne Müll.
Auf dem Gemeindegebiet von Gruntumsdorf liegt im westlichsten Bereich oben in den Weinbergen der nächste Weltkriegsbunker bzw. eine Geschützstellung, welche im Erdreich vergraben liegt. Ebenso gab es dort eine Flakstellung, eine 8,8 cm geschützte Flugabwehrkanone. Spaziergängern und Sportlern sowie Liebhabern des ersten Wiener Wasserleitungsweges und Leuten, die die Weinwanderung sehr lieben, wird dieser Bunker aber leider eher verborgen bleiben, denn er lag abseits der Wanderroute schon ziemlich nahe der Spitze des 334 Meter hohen Eichkugels, ca. 400 Meter von der Kapelle am Kreuzweg entfernt. Dieser Bunker bzw. diese Geschützstellung war bis vor einigen Jahren noch sichtbar, jetzt leider nicht mehr, es ist schon eine Zeit her, aber und hatte seine Ausrichtung in Richtung Osten. Aber ich kann mich erinnern, wie ich sie noch gesehen habe vor vielen, vielen Jahren. Aber leider Gottes ist die nicht mehr sichtbar. Aber es hat sie oben am Eichkugel gegeben. Kommen wir nach Neugruntumsdorf. In der Nähe von Neugruntumsdorf gab es auch noch Bunkeranlagen, die aber seit 1995 ebenso nicht mehr sichtbar sind. Einer war in der Nähe der Großschopfstraße, einer beim Kindergarten 2, jetzt ist dort ein begrünter Hügel, und einer bei der Volksschule 2 beim Parkplatz. Auch bei der Volksschule 2 ist der alte Luftschutzbunker noch als grüner Hügel zu erkennen. Zeitzeugen gaben Auskunft, dass das Betonfundament noch vorhanden ist, aber nicht mehr sichtbar erscheint. Weitere Anlagen sind bzw. waren östlich der Bertha von Suttner Gasse. Mehr als nur gut erhaltenen Luftschutzhochbunker gibt es heute noch, und zwar im Areal der einstigen Flugmotorenwerke Ostmark. Und heute ist dies ein Bürogebäude der Niederösterreichischen Wirtschaftsagentur Eco Plus. Auch hierzulande gibt es Legenden von geheimen Gängen und auch sehr viele interessante Geschichten aus dieser Vergangenheit, die besagen, dass es diese geheimen Gänge unterhalb von Gruntumsdorf gab bzw. gegeben haben soll und zum Beispiel bis nach Tallern geführt haben. Gerüchte besagen auch, dass vom Kirchhörigen unter der Kirche hindurch Wege und Stollen geführt haben sollen. Ich habe auch von einem weit verzweigten unterirdischen Wegenetz gehört, welches einmal bestanden haben soll. Doch zurück zu den Bunkeranlagen. Man sieht die Bunkeranlagen im Süden von Gruntumsdorf, bei Möllertsdorf und die mittlerweile stark umgebauten Gebäude der Eco Plus. Sie sind nach meinen Recherchen die am besten erhaltenen Zeitzeugen der damaligen Kriegstage. Sie erinnern Generationen danach an einen schrecklichen Krieg, der so nie wieder stattfinden möge. Sie sind die von mir eingangs schon erwähnten mahnenden Zeitzeugen und erinnern uns an eine längst vergangene und schreckliche zeitgeschichtliche Epoche und lehren uns, nicht zu vergessen. Und das ist auch gut so. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr bei Johann Bellositz bedanken und beim Gemeinderat außer Dienst Otto Jarolim. Ich habe mit beiden engen Kontakt gehabt, vor allem mit dem Johann Bellositz, und der hat mir auch Unterlagen gebracht und Pläne, und wir haben uns sehr nett darüber dieses ganze Thema unterhalten, und ja, er war auch der Meinung, sowas gehört unbedingt geschrieben bzw. erzählt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was näher bringen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht bei dem einen oder anderen Spaziergang in der Nähe der Bunker vielleicht sehen würden. Diesen Podcast könnt ihr, wie gesagt, über meine Facebook-Seite, Achtung, Aufnahme, Podcasts und Videos mit Philipp hören. Und den Podcast gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal noch einmal zum Nachsehen und Nachhören. Wie immer das Video im Audioformat. Und natürlich auch gerne auf meinbezirk.at könnt ihr das Ganze auch nachlesen. Die ganzen Links und Informationen sind wie immer übersichtlich präsentiert und werde ich euch auch zeigen. Ja, in diesem Sinne, man kann es immer wieder nur sagen, bleibt alle gesund, passt alle auf euch auf, und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast und auf das nächste Video bzw. den nächsten Artikel, den ich euch präsentieren darf. Ich bin Philipp Steinriegler mit meinem Podcast-Kanal Achtung Aufnahme. Alles Gute und tschüss, baba.